Hallo miteinander, das ist Folge 25, wenn ich richtig gezählt habe, von Digi-Fernunterricht. Und es geht um die Frage, die Priska beim Wochenrückblick gestellt hat, nämlich wie verändert sich jetzt die Beziehung von Lehrenden zu Eltern und zu Schülerinnen und Schülern? Ich beginne mit den Lernenden. Wie verändert sich jetzt meine Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern in den Klassen, die ich unterrichte? Wenn ich das ganz subjektiv beantworte, dann muss ich sagen, dass ich sie weniger gut wahrnehmen kann, weil sich meine Aufmerksamkeit etwas verzettelt. Wenn ich in ein Schulzimmer reinkomme, da sind 25 Menschen und ich nehme so ein bisschen wahr, sind die so, wie sie sonst auch sind, fällt mir etwas an ihren Gesichtsausdrücken auf, können sie sich konzentrieren? Äußern Sie sich zu den Fragen im Unterricht oder sind Sie besonders still? Ich kann Sie dann auch mal ansprechen. Und diese Ambient Awareness, ich habe das kürzlich auch in einem Blogpost beschrieben, den ich unten verlinke, die ist zwar digital schon möglich, aber wenn ich in drei Klassen bis zu 70 Schülerinnen und Schüler gleichzeitig unterrichte, ich kann nicht den ganzen Tag meine Aufmerksamkeit auf sie verteilen, weil ich ja gleichzeitig auch meine alle anderen sozialen Beziehungen sich ins Digitale verlagert haben. Ich habe Freundinnen und Freunde, bei denen ich ständig nachfrage, wie geht's? Ich habe Eltern, ältere Verwandte, um die ich mir vielleicht gesundheitliche Sorgen mache. Ich habe die Kolleginnen und Kollegen, die auch gerade dabei sind, sich in dieses digitale Unterrichten zu stürzen. Und so ist meine Aufmerksamkeit für jede einzelne Schülerin, für jeden einzelnen Schüler beschränkt. Gleichzeitig wird mir aber noch deutlicher bewusst, wie situiert das Lernen der Schülerinnen und Schüler ist. Was meine ich damit? Die Umstände, in denen sie leben, sind in der Schule häufig unsichtbar. Ich sehe so ein bisschen die Kleider, die sie anhaben. Ich sehe so auch, wie sie sprechen, wie sie sich verhalten, wie cool sie rüberkommen. Aber wo sie wirklich, mit wem sie zusammenleben, in welchen Wohnungen sie leben, was vielleicht auch die Probleme sind, die sie ganz stark beschäftigen, wenn sie nicht schlafen können, wenn sie lernen sollten, das sehe ich weniger. Und wenn ich dann so eine Klasse vor mir habe, in einer Videokonferenz, dann merke ich, okay, die einen, die mussten irgendwie in die Waschküche ausweichen, um niemanden zu stören bei der Videokonferenz. Die anderen haben ein großes eigenes Zimmer, vielleicht sogar ein Tanzstudio in ihrem Haus. Also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie sie zu Hause auch unterstützt werden. Und das wird mir jetzt als Lehrende sehr bewusst. Also da ich habe es jetzt nicht mit der Funktion Schülerinnen und Schüler zu tun, sondern ich habe es mit ganz vielen jungen Menschen zu tun, die ihre eigenen Schwierigkeiten haben, die vor ganz vielen Herausforderungen stehen. Und der Deutschunterricht ist ein kleiner Teil in ihrem Leben. Und das ist mir sonst nicht so bewusst, weil ich sehe es in Situationen, in denen der Deutschunterricht vielleicht das Einzige ist, was jetzt im Moment gerade relevant sein sollte. Gleichzeitig denke ich so, dass die Beziehungen ein bisschen an der Crossroad sind. Also wir erleben so die einen sehr empathischen Lehrkräfte, die merken, das ist jetzt alles nicht so einfach. Es braucht jetzt von mir vor allem Verständnis, Unterstützung, auch eine Art Kompromissbereitschaft in Bezug auf die Bedingungen, unter denen jetzt dieses Lernen stattfindet, während die anderen sich ganz stark auch darüber beklagen, dass sie bei Teams nicht alle 25 sehen können, weil sie gerne auch hätten, dass sich die Schülerinnen und Schüler an Regeln halten, auch wenn sie nur remote unterrichtet werden. Also die ganz stark dieses Kontrollbedürfnis haben, die denken, Lernen findet nur dann statt, wenn ich als Lehrender auch überprüfen kann, ob es stattfindet. Und das, denke ich, wird durch dieses digitale Setting verstärkt. Also es gibt ganz klar das Bedürfnis, ich muss irgendwie wissen, was die machen, damit ich auch intervenieren kann. Und es gibt das Bedürfnis, ich muss wissen, wie es ihnen geht, damit ich sie unterstützen kann. Und das geht so in der Beziehung aus meiner Sicht etwas auseinander. Und natürlich, viele erleben das jetzt, es ist ein Miteinander. Das wird ja häufig gesagt, in gutem Unterricht verschwören sich die Lehrenden und die Lernenden gegenüber dem Lernprozess. Also sie bilden eine Gemeinschaft, die einen Lernprozess meistert. Das ist ein Qualitätsmerkmal. Wenn die Fronten so zwischen Lehrenden und Lernenden verlaufen, also wenn die Schülerinnen und Schüler denken,
Eigentlich versuchen wir nur, möglichst gut mit der Situation des Lehrers umzugehen, versuchen möglichst erfolgreich zu sein, trotz unserem Lehrer, nicht mit dem Lehrer zusammen. Dann stellt sich dieser Effekt vielleicht auch weniger ein. Also diese Situation begünstigt das vielleicht, dass wir gemeinsam diese Herausforderung bestehen und gemeinsam auch ein Bedürfnis haben, wirklich diese Abschlüsse zu schaffen, das Schuljahr irgendwie zu Ende zu bringen. Jetzt bei den Eltern finde ich es ein bisschen schwierig. Also die Eltern versuchen sicher auch einen Überblick zu erhalten. Es gibt viele Meldungen in Bezug auf Wertschätzung auch durch die Eltern, dass die sich auch bedanken für das Engagement, das man zeigt, für das Verständnis, was man entgegenbringt. Aber viele Eltern werden jetzt auch ihre Arbeit zuerst einmal leisten müssen, werden auch überfordert damit sein, nachzuprüfen, ob die Schülerinnen und Schüler auch wirklich das lernen, was sie lernen sollten, weil woher sollte man das genau abschätzen oder wissen können? Und wenn ihr jetzt nicht die große Wertschätzung von den Eltern bekommt für euer Engagement, wartet ab, bis ihr sie auch vielleicht das nächste Mal seht. Das kommt schon und es ist nicht so, dass ihr jetzt damit rechnen müsst, ja, die Eltern sind jetzt die, die mich aufmuntern, sondern unterstützt euch gegenseitig, gebt auch positives Feedback an die Schülerinnen und Schüler. Vielleicht meldet ihr euch auch bei den Eltern, macht ihnen Mut, nimmt etwas Druck weg von ihnen, dass sie nicht das Gefühl haben, wenn die Schülerinnen und Schüler die Lernziele nicht erreichen, dann ist es ihr Problem und versucht auch Kolleginnen und Kollegen eher auf diesen empathischen Weg zu bringen, auch als auf diesen Control- und Command-Weg, bei dem ihr überprüfen und sicherstellen müsst, dass die Schülerinnen und Schüler genau das lernen, von dem ihr möchtet, dass sie es lernen, sondern versucht ihnen möglichst gute Bedingungen für ihr Lernen helft ihnen, möglichst gute Bedingungen für ihr Lernen herzustellen. Das wäre so die Rolle, in der ich mich sehe und in die ich auch denke, dass sich diese Beziehung verändern wird. Ich danke Priska sehr für den Input. Sie hätte jetzt ein Buch gewonnen. Ich weiß, dass sie schon so ein Buch hat, aber ich werde mit ihr klären, wo das Buch genau hingehen sollte. Man kann immer mehr Bücher brauchen, das ist völlig klar. Und sehe euch dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.